dass ich nicht dabei, als mein Vater gestorben ist. Man muss sagen, Sie sind obdachlos? Ja, obdachlos. Ja. Trifft es Sie doch wahrscheinlich am härtesten, oder? Ja, das stimmt natürlich. Ich würde froh sein, dass ich in das Grab reinkomme. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Jo Freunde, was geht und so schnell geht's? Ich bin wieder auf der Straße im Herzen von Berlin in Spandau und heute will ich gar nicht so Allgemeinwissensfragen oder irgendwie Quizzes machen, sondern heute geht's um Persönliches. Man hat nur noch einen Tag zu leben. Was würden die Leute tun? Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Antworten. Jetzt für euch ganz viel Spaß mit dem Video. Sie haben nur noch einen Tag zu leben auf der Welt. Was machen Sie? Ich lese ein Buch. Welches Buch? Das weiß ich im Augenblick das nicht. Nein. Marvin. Ja? Nur noch einen Tag zu leben. Oh, jetzt werde ich... Oha, ich würde, das war jetzt ganz spontan, dass ich gefragt werde. Ich würde ein Abschlussvideo drehen für YouTube und würde noch ganz, ganz viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbringen und Leuten, die mir wichtig sind. Ganz emotionale, tiefgründige Frage. Alle meine lieben Menschen versuchen zu sehen? Schließe ich mich an. Da schließe ich mich auch an. Und zwar, Sie haben nur noch einen Tag auf der Erde zu leben, traurigerweise. Was würden Sie machen? Sex. Na gut leben. Was heißt denn für Sie gut leben? Naja, mit Freund oder was. Oder gibt es irgendwas im Leben, was Sie bereuen, nicht getan zu haben? Also was Sie nicht getan haben? Nein, nicht. Also ja. Alles gemacht, was auf der Liste stand? Ich war lange Student. Was haben Sie studiert, wenn ich fragen darf? Ich habe Architektur und Bauwesen. Architektur und Bauingenieur gewesen. Oh, okay. Und dann habe ich auch viele Sachen gebaut und das war sehr gut, ja. Gute Frage. Muss ich jetzt überlegen. Dankeschön. Ja. Sie können alles machen, ganz unabhängig, egal was. Sie haben einen Wunsch frei sozusagen. Ordentlich essen. Ordentlich essen? Ja, genau. Bereuen Sie denn irgendwas im Leben nicht getan zu haben? Nö, eigentlich nicht. Also Sie haben alles erlebt? Ich habe alles erlebt, ja. Ich komme vom anderen Teil von Berlin. Deswegen habe ich alles erlebt und aus Berlin. Mal alles erlebt. Also alles von Ihrer Liste abgearbeitet? Ja, soweit ja. Außer eine große Reise, naja, da braucht man genug Geld. Und Geld hat man heutzutage gar nicht mehr. Das wird immer weniger. Das stimmt, alles wird teurer. Alles wird teurer, ja, leider. Man muss sagen, Sie sind obdachlos? Ja, obdachlos, ja. Tatsächlich sehr, sehr spannende Geschichte. Mein allergrößter Respekt. Und man muss sagen, trotzdem sind Sie glücklich, sage ich mal, und haben nichts mehr vor sich, was Sie irgendwie erleben wollen. Ja, eine Wohnung. Eine Wohnung. Stimmt. Und dann wieder Arbeit, auf Deutsch gesagt. Ja, nicht mehr lange arbeiten, aber noch ein bisschen dazu verdienen. Ein Traumjob? Traumjob haben wir nicht. Ich bin 2 Facharbeiter, Feinmechaniker und Gärtner. Also ein Traum, Kfz-Mechaniker wollte ich mal werden, aber es ist mir zu schmutzig. Ich bin es eingelassen. Aber Gärtner war mal genauso dreckig gewesen. Also ist eigentlich egal. Darf ich fragen, wie weit hat sich in Ihr Leben verändert, seitdem alles teurer geworden ist, gerade mit Essen und so? Trifft es Sie doch wahrscheinlich am härtesten, oder? Ja, das stimmt natürlich. Man muss den Cent muss man ein paar Mal umdrehen und da gibt es aber wichtig bei mir Essen und Rauchen natürlich. Das Ungesunde. Aber Rauchen frisst schon ganz viel Geld, ne? Ja, sehr. Deswegen fängt man schon an, selber zu drehen und selber zu machen, weil das sind Zigaretten werden immer teurer. Früher hat man sie mal leisten können, aber das wird immer seltener. Und wenn nur Zigarillos rauchen, die sind ja ungesund ohne Ende. Aber auch billig, wa? Kann man nicht ändern, muss man das Beste draus machen. Wa? Also mussten Sie jetzt schon viel einstecken sozusagen? Ja, ich bin bei der Oma groß geboren, also das ist so Rentenzeit und Rentner haben auch kein Geld im Prinzip. Die müssen ja so sehen, wie sie die Zeit überstehen können. Und das ist schwer, für alle ist das schwer geworden, für alle, auch für die arbeitnehmende Bevölkerung. Die gehen nur nach arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Traurig. Der Staat kann sowieso Subventionen stecken, aber der Staat wird immer pleiter, wird immer weniger Geld, immer weniger. Irgendwann ist vorbei, dann hat Deutschland ja auch kein Geld mehr. Das ist traurig, da macht sich keiner einen Kopf drüber. Ja. Dann habe ich gerade noch eine spannende Frage im Hinterkopf. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, was würden Sie denn verändern? Also ich bin ja natürlich nicht ausländerfeindlich, aber diese Ausländer, die jetzt reingeholt worden, das ist zu viel geworden. Wir kommen da, wir kriegen das nicht mehr gestemmt. Und alle beantragen so natürlich Geld, wollen ja auch leben, kriegen Miete, kriegen Wohnung und alles. Und das geht alles um Steuerzahler im Prinzip. Und das ist zu viel. Da müssen Grenzen sein. Das ist mir zu viel. Man sieht ja hier überall, ich sitze nur jeden Tag hier und man sieht ja mehrere, alle Bevölkerung. Die Türken, die haben ja Deutschland mit aufgebaut. Ja, Freunde, ich fand eine wahnsinnig spannende Geschichte, sehr, sehr lang unterhalten jetzt hier. Jetzt aber die nächsten, eine ganz kurze, schnelle Frage. Was Persönliches, kein Wissen. Jetzt seht ihr mal meinen harten Job hier. Das ist wirklich, man rennt hier, ihr seht,
vom Video vielleicht 5 bis 10 Minuten, aber wir haben einen ganzen Drehtag, 3-4 Stunden. Lumix ist gut, ja. Nee, Canon ist besser. Aber wenn sie nur noch einen Tag auf der Erde wären, ja, zum Leben, traurigerweise, was würden sie machen? Wenn nur noch einen Tag, was würden sie machen? Ich würde froh sein, dass ich in das Grab reinkomme. Wieso? Weil mir das alles nicht mehr gefällt. Ich habe ein Alter erreicht, das war gut. Ich war sehr zufrieden. Ich habe auch immer nur gearbeitet, im ganzen Leben nicht einen Tag arbeitslos. Okay, ja. Ja. Sind Sie, wenn ich fragen darf? 88. Sieht man ihn nicht an. Ja, sehen Sie, 35 Jahre Marathon gelaufen. Oha, was haben Sie gearbeitet? Ich war Omnibusfahrer bei der BVG. Also gibt es irgendwas, was Sie im Leben nicht bereuen, nicht gemacht zu haben? Also irgendwas, was Sie nicht gemacht haben, bereuen Sie? Das mache ich nicht. Ich lebe so, dass ich nie was bereue. Ich bereue nichts. Ich habe alles richtig gemacht. Sehen Sie mal, ich war Hilfsschüler, der Krieg war zu Ende, 45. Da war ich 11 Jahre alt, kann man ja nachrechnen, bei 34. Und dann, Schule war da nichts. Wir haben Blei und Metall gesucht, damit wir kramen konnten. Ich hatte nur Hunger. Und das hat mich begleitet bis heute. Ich kann nichts wegschmeißen, nichts. Ich kaufe es auch so ein, was ich nur essen kann. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das ist gut. Reicht Ihnen das? Haben Sie noch irgendeinen, ich habe sehr, sehr junge Zuschauer, haben Sie einen Rat noch an die Jugend? Jetzt zum Schluss, wenn Sie so weise Worte schon hier gesagt haben. Ja, habe ich. Können Sie gerne in die Kamera sagen, an die jungen Leute. Werdet nicht alle Model, ihr Frauen? Werdet nicht alle Model? Macht was aus euch, was Schönes, studiert. Und vor allen Dingen denkt auch an das Handwerk. Wir brauchen unheimlich viel Handwerker. Ich war auch kein Handwerker, das bereue ich heute eigentlich. Das ist das Einzige, was ich bereue. Ich würde nochmal einen Tag mit meinen Freunden verbringen, auf jeden Fall. Zum Beispiel mit dem? Noch mehr, mit 20 anderen. Jetzt traurig, hätte er nein gesagt. Doch, mit denen auch. So, ja. Nochmal ein Bubble Tea trinken. Aber wahrscheinlich irgendwas machen, was ich nie machen würde. Eigentlich keiner mit irgendwelchen Menschen reden, wo ich mich niemals trauen würde, denen sagen, was ich befinde. Oder, keine Ahnung, irgendwas klauen oder so. Nochmal alles rauslassen oder irgendwie Bungee Jumping oder so? Nee, ich habe Höhenangst, eher nicht. Dann ist das schwierig. Ist eh am nächsten Tag, also. Ja, vielleicht wäre ich auch dabei, das weiß man ja nicht, deswegen wahrscheinlich irgendwas machen. Die haben einen Mund frei, egal was, gedankenfreien Lauf lassen. Gedankenfrei lassen würde ich einfach verreisen. Wohin? Nach meiner Heimat. Was ist Ihre Heimat, wenn ich fragen darf? In dem Libanon. Okay, da das war ich lange. Nicht. Gibt es denn irgendwas, was Sie bereuen, nicht gemacht zu haben, wenn Sie jetzt morgen sterben würden? Dass ich nicht dabei, als mein Vater gestorben ist. Oh, okay. Wollen Sie die Geschichte vor der Kamera oder ist Ihnen das zu persönlich? Nö, es macht mir nicht aus. Also, wollen Sie da ein bisschen was von erzählen, oder? Also nicht, ich will das nicht vertiefen, aber das ist mein Wunsch, was Sie jetzt mir gerade gefragt haben. Was hätten Sie denn gern gemacht oder was würden Sie denn machen? Dann hätte ich dabei sein, mein Vater. Hätte ich ja gesehen oder einfach Tschüss gesagt oder Küsschen gegeben oder umarmen und so weiter. Das ist meine persönliche Gefühle.